Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Fjordur. Heute teleportieren wir uns endlich nach Asgard und finden die süßesten Wesen des Universums. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne eine Bewertung da, abonniert den Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen, und viel Spaß mit dem Video. Luca, wo waren wir? Wanderland Süd, Nord, West, Ost? Keine Ahnung mehr, Mark. Warum? Was willst du denn rausfinden, Mark? Weil ich teleportieren ausprobieren will. Musst du irgendwas anklicken oder siehst du wohin auf der Map? Nee, ich kann Wanderland auswählen, aber ich sehe ja nicht, wo das ist, sonst wäre es einfach. Ja, ich bin gleich wieder zu Hause. Ja, Luca, wo sind Crew Cups und where? Schränken deportieren nach Asgard. Oh Gott, kannst du auch wieder alles auswählen. Wo bist du ja, da? Wir sollten nur das gleiche auswählen, dann passt's ja. Teleportiere mich mal nach Süden. Du nimmst jetzt alle die vier Crewkapseln mit, oder? Ja. Das ist schlecht. Ja, mach halt. Was ist los? Ich sag mal so, wenn man sich da rein teleportiert, dann werden auch Viecher mit teleportiert in der Mischung. Ah, ich seh's, Luca. Hast du alle so Viecher mitgenommen? Ja. Nee, nicht alle, aber ein paar auf jeden Fall. Ey, könnt ihr mal kurz für mich testen, bitte, wo man sich zurück teleportieren muss, damit man an der richtigen Stelle landet, weil dann hole ich unsere Viecher schnell zurück. Ach man, Luca. Wo standest du, als du teleportiert hast, Luca? Ja, schon relativ weit weg vom Haus, aber es sind halt ein paar mitgekommen. Dieser Rad ist ja schon mal ziemlich riesig. Paar ist gut, alle Viecher, die vom Haus standen, sind weg. Ja. Sag ich ja. Alle unsere Agis sind weg, Luca. Ja. Ich bin mit dir durchgedreht. Durchgebrannt, durchgedreht, genau. Durchgedreht bist du eher. Eine Ewigkeit später. Damn. Junge, ich hab's ziemlich genau gefunden. Es ist Teleportation, Wanderland Süd. Eine kurze Sekunde. Und dann Osten. Wo genau kommt er raus? Ja, am Strand unten direkt vor unserem Haus. Das ist halt wirklich insane praktisch. Wow. Hat es mich jetzt irgendwas gekostet? Ja, deine Ehre. Nein. Lennart hört mir nie zu. Luca, nimm mal die Laufviecher mit. Das kostet 500 Geld. Arc-Coin. Nicht Geld. I gotta say, I like this map. Du musst es dir bei Nacht erst angucken. Das ist richtig geil. Ja, ich weiß. So, ja. Was hast du jetzt genommen, Lennart? Die Teleportation ist halt generell ziemlich praktisch, ne? Aber man kann es jetzt nicht, also so... Bei Norden bin ich gespawnt. Man kann sich halt farmen, dadurch einfacher machen, wenn du halt rausfindest, wo der Berg ist. Du kannst halt... Man exploitet direkt alles wieder. Ja klar. Das gleiche. Nach Norden, ja. Digga, ist Harald der haarige Dummipfeif, alle bleiben wo sie sind, der rennt weg. Der hat Angst vor dir. Hä? Warum läuft der die ganze Zeit zurück? Ah, weil der Mark folgt wahrscheinlich noch. Also vielleicht Mark bitte mal Viecher auf alle bleiben wo sie sind, wenn du sie auf Folgen getötet hast. Boah, also warum folgt das einem Para? Ja, weil du auf dem Para saßt und sie auf Folgen gepfiffen hast. Para? Ja, schau, wenn ich den nehme. Vielleicht geht's Para. Jetzt aber. Ja. Oh Mann. Was für ein Para? Hey, Peace. Meinte ich natürlich. Hey Luca, komm mit. Wir gehen jetzt nach Asgard. Ja. Hier ist überall nur sich bei der Wand, das zu stehen, nicht? Weil wenn du das machst, teleportiere ich mich dann auch mit, wahrscheinlich schon, oder? Ich gehe stark von aus, ja. Wir gehen einfach mal Asgard Mittel. Ich weiß nicht. Ich hab nämlich das Gefühl, dass Asgard nicht so groß ist. Waves teleportieren können. Ja, weil es da nur einen Spot gibt. Oder weil du es siehst. Nee, ich bin gerade also beim Norden gespawnt und hier war überall nur Wand. Also unsichtbare Wand. Ja, das ist halt eine Map-Grenze irgendwo. Aber du bist halt an der Map-Rand gespawnt dann einfach. Ja, was du musst halt, hier ist halt quasi die Map nutzlos. Was ist? Die Map ist ja, halt hier nutzlos. Ja, ich wollte Koordinaten sagen, aber das war's auch wieder. Ja, die Map brauchst du ja nicht. Aber Koordinaten, ja. Mhm. Aber ja, was heißt, die Map ist nutzlos? Die Map bringt nur mal. Du ziehst, was auf der Map drauf ist oder nicht, ist egal, du. Na komm, Schwein, rett mich! Ja, na, das Junge. Ist ein Känguru. Nein! Oh Gott! Ohne von deinem Vieh aus, ich wurde gemikro-abtot. Junge, hier ist so ein Zauberwald. Der Drake Lagoon, das hört sich doch gut an. Ja, Leute, kommt mal zum Drake Lagoon. Ich hab keine Ahnung, wie ich sagen kann, wo der ist. Oh, ist die Border. Du sagst die fucking Koordinaten, du bist. Ah. Oh, hier, Luca, hier ist richtig schön. Kommt mal 50-40. 55-40, okay. Aber da sind wir gerade ganz woanders, aber egal. Wir sind gerade im Wasser, das verstehe ich. Ich hab das Gefühl, man kommt hier sehr schnell mit durch die Map. Map ist nicht so groß wie die normale Map. Wir müssen mal warten, bis es Nacht ist hier. Dieser Wald sieht so sick aus bei Nacht. Also der Ort hier sieht göttlich aus. Ja, warte, ich komm. Ich will hier eine Base. Ich hab abgelassen von meinem Burgplan. Der Ort hat mich überzeugt. Ah, du bist bei diesen lilanen Bäumen. Ja, im Leanland. Ja, das leuchtet blau bei Nacht, Louis. Oh gut, ich will hier eine Base. Ah, hier sind Shadowmans, Hilfe! Oh, hier sind die. Aua, die machen sehr viel Schaden. Oh Gott, sind die schnell. Die rennen mir hinterher.
Oh, hier ist auch ein, hier sind Dung Beetles. Oh, nice. Level 120. Ja, der Ort hier ist richtig, diese Bäume sehen absolut geil aus, ne? Ja, yes. Ich will hier Base. Das sieht so, so richtig aus. Ja, wir können einfach schauen, welcher Spawn das ist, dann kannst du da hinten teleportieren. Wir sind auf Mantis. Komm einfach runter in den See. In See. Mit dem See kannst du nicht verfehlen. Also scheint im Moment wirklich kein Joke, muss man sagen. Die teleportieren sich dann nicht, die sind einfach... Dann hätte ich gerne so einen. Unsympathisch. Könnt ihr nicht vom Fisch runterwerfen? Doch, ich, also vielleicht. Wenn Fisch ist low, wieso habe ich die Schnee oder nicht mitgenommen? Na, die Shadowmans, die sind unfair. Kann man die einfach mit Betäuben ganz normal. Bei mir war es nur Fallschaden, aber. Ihr müsst die mit so Fischnetzen füttern. So Fischkörben. Mit Fisch natürlich drin, während sie schlafen. Die schlafen irgendwann mal. Guck mal, ich habe Rothaar gefunden und gezähmt. Ich habe vorhin, glaube ich, den Schlafenden gesehen. Geil. Ja, warte. Ich bin so süß. Was ist das? Das ist Rotter, das ist ein Waldblock. Hättet ihr gerne Nacht, Jungs. Ja, den macht man das? Nacht. Ja, wahrscheinlich vielleicht so kurz vor Nacht. Nicht direkt komplett Nacht. Aber der ist echt extrem süß. Ja, okay, was kann der? Rotter, ich weiß nicht. Weil damit wir den Übergang sehen, weil der war nämlich cool. Aber ich weiß nicht, was er sonst noch kann. Warte. Ich bin so neben den Wasserfall. Oh, Junge. Ja. Das ist jetzt nicht der Übergang, aber... Ja, doch, das ist ja jetzt noch nicht richtig Nacht. 20 Uhr, es wird halt noch Nacht. Ja, das ist ja noch nicht mal dunkel. Ja, aber die Bäume sind umgeschaltet. Ja, warte halt mal kurz noch. Das sieht aber noch viel krasser aus, wenn es wirklich richtig Nacht ist. Ich mag halt blau. Kann man nochmal auf 19 Uhr setzen, wenn du willst. Ja, mach mal 19 oder 18 Uhr. Ich probier das mal 19 Uhr. Wir machen das, wir passen uns da langsam ran. Was für Ladungen. Die Nacht dauert ja nicht so lang. Der macht so, der leuchtet. Oh, der wirkt, wobei der wirkt eher wie so ein Ding, wie heißt's? Anglerfisch? Nein, Mops. Junge, ja, Mops. Ich hab mich gerade angemacht, da können wir mal hin, Leonard. Das ist alle. Warte, wie, Toggle. Oh, das ist so. Oh mein Gott, so cute. So cute. Das Blau sieht halt so geil aus. Oh, Seide, ja, wie geil. Ich will Seide. Die Musik. Es wird offiziell Nacht. Wo hat die Seite her? Die kann man grabben. Aus. Junge. Also da stelle ich halt dann noch die Nacht wieder länger ein, ne? Das sag ich gleich. auf 3 Stunden. Mach den Tag einfach aus. aus welchen Büschen habt ihr? Der Tag gerade so eine Sekunde. Das ist random. Aus welchen Büschen habt ihr das? Ich allgemein, glaube ich, durch die Büsche. Ich glaube, das sieht einfach absolut geil aus. Ja, wir müssen hier Base bauen. Ich hab gerade extra noch so Fantasy-Musik angemacht und den Wipe noch so geschützt. Ey, das sieht so sick aus. Das sieht so geil aus. Nein, auch diese süße Fisch. Auf Licht stellen. Ja, Luis, jetzt lass aber rein. Oh, ja, Sekunde. Nee, warte, Luis, ich hab das gleich, was mehr gibt. Nee, warte, ich hab dieses Aquatic-Zeug von Mark. Ach so, na gut, das ist noch besser. Ich hab dieses Hammerfleisch. Wo ist er hin? Ja, bei mir. Ist es der High Level? Ja. Na cool. Das ist bei denen egal. Oh. Die sind so süß. Dieses Gebiet ist wirklich insane. Oh. Sicher, dass du die beefen willst, Luca? Ja. Das ist Level 114. Wir haben vorhin den 174er geklatscht, Marco und ich. Achso. Ja, zwei sogar. Also der eine war nicht ganz so weit, Level, glaube ich. Dann helfe ich mal mit. Hilfe! Wie lässt sich ein Glowtail tamen? Die waren, glaube ich, bisschen komplizierter. Also, Junge, die sind ja ultra cool. Ja, die sind halt auch also zum Reiten richtig geil. Kannst du kurz gucken, oder? Ja. Ich muss kurz ausdrücken. Ja, ist da nicht. Hier ist die Hülle. Ja. Ich laufe in die Hülle rein. Guck mal, was da drin ist. Junge, die sehen richtig sick aus. Ja. Ah, es ist... Ich sehe Damage. Es ist eine radioaktive Hülle, es ist eine radioaktive Hülle. Okay, das ist die Rock Drake Sache, ja. Der passt doch, wenn ihr. Wir können schon einen Schutzanzug machen, theoretisch. Nein, das haben sie vergessen. Wegen Ressourcen. Ich glaube, craften. Meint Leonard, ja. Ja, aber wir können eine machen, ist dumm zu sagen, wenn wir keine Ressourcen dafür haben. Das stimmt. Ja, dann mach ich Dungbeet Level 180. Hat jemand Kot dabei? Nee. Drück einfach deine Taste dafür mit deinem Viech. Oh, das ist eine andere Baustelle. Sieht so süß aus. Kann jetzt mal hungrig werden. Warte, schau mal, Leonard, hier ist meiner. Oh, level den mal auf! Ja. Ja, er könnte noch mal essen, ja. Nur mal 10 Minuten warten. Junge, ist auch lila so hier. Ja.
Das ist Salinland. Was ich alles in der Simulation. Ich hab auch noch ein Auto mitgenommen, oder? Ich bin hoffentlich nicht der Einzige. Wir gehen hier eh wieder her, Mark. Ja, ich weiß schon. Und das hoffentlich nicht nur einmal, sondern für immer. Das soll ein Filmsatz sein können. Da höre ich doch einen Teleport. Nee. Was bringt das? Es leuchtet. Das sieht cool aus, aber was kann das? Es leuchtet. Es muss nichts können, es leuchtet. Das war schon das Coole. Und es erkennt gegnerische Ey! Der ist so süß. Ich gehe nur auf Ladung bei dem. Naja. Oh, der ist echt süß. Wie der so rumwatschelt.